Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe TEA-Gemeinde, zur Ausgabe 66 eurer Drug Education Agency. Ja, liebe Gemeinde, in unserer vorigen Folge ging es ja um DMT, wir hatten den DMT-Crashkurs und darauf habe ich sehr, sehr viele Reaktionen von euch bekommen, was mir auch zeigt, dass das Thema bei euch sehr hoch im Kurs steht, offenbar. Ich hatte euch ja gebeten, mir Fragen zu schicken, die ihr habt zum Thema DMT, DMT-Derivate und hatte euch versprochen, dass wir dann eine Frage- und Antwortrunde machen. Nun habe ich deutlich mehr Fragen bekommen, als ich erwartet hatte von euch. Vielen Dank dafür. Und deswegen fange ich heute an, eure Fragen zu DMT und den Derivaten zu beantworten. Und höchstwahrscheinlich werden wir auch in der kommenden Folge noch eine Frage- und Antwortrunde dazu machen, denn eure Fragen sind so interessant, dass ich die gerne peu à peu beantworten möchte. Fangen wir an mit der ersten Frage. Da hat ein Zuschauer sich nach den Rauchtechniken erkundigt. Wie raucht man DMT? Er interessiert sich für gerauchtes DMT. Ja, nun ist es hier so, man spricht immer davon, DMT wird geraucht. In Wahrheit, man sagt ja auch Opium rauchen zum Beispiel. In Wahrheit ist es aber kein Rauchen. Also im Idealfall wird DMT, genau wie Opium, nicht geraucht, sondern über eine Pfeife verdampft. Sprich, so lange erhitzt, bis ein Vapor entsteht, bis ein Dampf entsteht, bis eben die Moleküle sich in Gasform lösen. Der Wirkstoff wird dabei nicht verbrannt. Das ist gerade bei DMT besonders wichtig, weil dieses Molekül unter Hitzeeinwirkung rasch zerfällt und damit dann ein Großteil der Wirkung des Wirkstoffs ganz einfach kaputt ist. Ja, wenn man also DMT normal raucht. Nichtsdestotrotz ist es möglich, DMT zu rauchen. Das machen auch viele. Also der Idealzustand wäre, das Ganze zu vaporisieren. Entweder in einem geeigneten Vaporizer oder aber in so einer Vape-Bubble. Es gibt so Glaspfeifen, die man von außen erhitzt, so dass also dann das, was innen liegt, so lange erhitzt wird, bis ein Vapor entsteht. Ja. Darüber hinaus kann man aber DMT auch in normalen Glaspfeifen oder in jeder Art von Pfeife, in Wasserpfeifen oder auch in handelsüblichen Vaporizern rauchen. Aber sogar in der Tüte, also in einer Zigarette, in einem Joint, ist es möglich. Hier kommt es darauf an, zum einen, was für Material vorliegt. Habe ich also einen Pflanzenextrakt? Oder habe ich ein aufgereinigtes DMT oder ein synthetisches gar? Oder habe ich Changa? Und es kommt natürlich auch darauf an, wie ich es konsumiere, also wie geübt ich auch bin. Und dementsprechend unterschiedlich kann auch die Wirkung ausfallen. Also abhängig von der Übung des Psychonauten und der Dosierung und aber auch der eigenen Erwartungshaltung, Set und Setting sowieso, wie immer ganz, ganz wichtig, können diverse Erlebnisse resultieren. Es gibt also zum Beispiel durchaus die Möglichkeiten, DMT-Pflanzenextrakt, zum Beispiel Akazien- oder Mimosa-Extrakt, auch sich so in eine Rauchmischung reinzubröseln, dass man sie in der Tüte so in der Runde weitergibt. Ja, das wird auch einen Effekt zur Folge haben, je nachdem, wie hoch man dieses diese Zigarette jetzt dosiert. Aber man darf natürlich keinen Durchbruch erwarten, wie man ihn mit reinem gut verdampften, richtig verdampften DMT eben erleben kann. Ja, eine weitere Frage ist gewesen nach der Wirkdauer der verschiedenen Applikationsformen. Wie lang wirkt DMT, wenn ich es rauche, wenn ich es schnupfe, wenn ich es spritze, wenn ich es trinke? Kann man ganz einfach beantworten. Hier haben wir Mittelwerte. Auch hier kommt es immer darauf an, wie geübt man ist im Umgang und auch wie viel man natürlich konsumiert. Man kann sagen, geraucht und auch gesnifft zwischen 5 und 20 Minuten, je nachdem, wie hoch die Dosis ist und so weiter. Ein guter Mittelwert sind so 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten ist eigentlich so Standard, kann man sagen, geschnupft und geraucht, das passt. Wenn man DMT in Reinform intravenös appliziert, also spritzt, in die Vene spritzt, so wie das Rick Strassman in seinen DMT-Studien gemacht hat, dann kann der Stoff 30 bis 45 Minuten wirken, Tendenz eher Richtung 45 Minuten. Und nimmt man DMT mit Mao-Hammer ein, um es oral zu aktivieren, zum Beispiel in Ayahuasca-Form, dann dauert die Wirkung zwischen 3 und 4 Stunden, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, je nachdem. Ja, das kann man also so sagen. Die Wirkungen sind unterschiedlich. Und damit kommen wir auch schon gleich zur nächsten Frage. Viele Zuschauer wollen einfach wissen, wie wirkt DMT? Versuch es doch mal zu beschreiben. Und ich hatte ja in der vorigen Folge schon gesagt, dass es außerordentlich pikant ist, schwierig ist, eine DMT-Erfahrung zu beschreiben. Insbesondere jemandem, der da überhaupt gar nicht sich was drunter vorstellen kann. Jemand, der sowas noch nie erlebt hat, nicht mal im Ansatz. Das ist sehr, sehr schwer. Ich möchte es dennoch versuchen. Wenn man also DMT zu sich genommen hat, wir sprechen mal von gerauchtem DMT,
in einer passablen Dosierung, 40 bis 60 Milligramm, und macht das richtig, dann ist es also so, dass der Bewusstseinszustand komplett ausgetauscht wird. Man ist also, das empfinden auch nicht alle gleich, das können wir auch gleich nochmal kurz erläutern, diese Individualität bei allen Drogenerfahrungen, aber insbesondere bei DMT-Erfahrungen. Man ist sich gerne, sage ich, es geht nämlich nicht allen, sondern man ist sich gerne eigentlich auch gar nicht mehr so richtig bewusst, dass man eben gerade eine Droge eingenommen hat, eine Substanz eingenommen hat. Das Wort Droge klingt ja auch ein bisschen deplatziert. Terence McKenna hat ja übrigens gesagt, dass DMT ja sich nur als Droge tarne und in Wahrheit einfach eine neue Technologie, der Schlüssel zur Kommunikation mit der Hyperwelt, der Anderswelt, dem Psychedelic Space, wie auch immer ihr es nennen wollt, sei. Und da hat er gar nicht so Unrecht. Man kann DMT und auch die DMT-Derivate nicht wirklich mit anderen Substanzen vergleichen und die so schnöde irgendwie als Drogen abzutun und im Kontext mit anderen Substanzen so zu erwähnen, wird der Sache nicht gerecht. So viel können wir festhalten. Also, der Bewusstseinszustand wird komplett ausgetauscht. Man ist sich, wie gesagt, meist gar nicht wirklich darüber im Klaren, dass man gerade was genommen hat. Man fühlt sich auch nicht wirklich berauscht, sondern im Gegenteil, eigentlich eher sehr klar. Die Optik ist außerordentlich verstärkt, also sämtliche Sinnesreize sind hypersensibel. Man sieht bei geschlossenen, auch wie bei offenen Augen, Phänomene, Dinge, Frequenzen, Dimensionen, Sphären, die man sonst so mit dem Alltagsbewusstsein nicht sehen kann. Und man ist sich in aller Regel recht sicher, dass es sich hier also auch nicht um die Projektion, um eine Projektion des Gehirns handelt, sondern dass man hier einfach eine andere Realität derzeit besucht und erlebt. Das ist es also. Und wie gesagt, man ist dann noch nicht mal darüber im Klaren häufig, dass es eine andere Realität ist. Häufig ist es auch so, dass man sich in einer anderen Realität wiederfindet und der Ansicht ist, ja, das ist so. Das, hier bin ich immer, hier war ich schon 100.000 Mal, hier war ich schon Millionen Mal, hier komme ich Millionen Mal noch hin. Ich bin also jetzt hier sozusagen an der Quelle der Existenz, am Quell allen Lebens, am Brunnen des Lebens, bei Gott, wie auch immer, nennt es, wie ihr wollt. Und das kommt einem so ganz normal vor. Manche Menschen machen auch kosmische Erfahrungen, sodass sie praktisch körperlos durchs Universum oder durch eine Galaxie rasen oder dass sie auf der Zeitleiste hin und her sich bewegen, also in ihrem eigenen Leben zurückrasen oder vorwärts. Kenne Psychonauten, die haben auf einem DMT-Trip ihre bis heute noch nicht geborenen Kinder bereits getroffen und wissen also schon, wie die später mal aussehen werden. Auch interessante Geschichten. Zum Thema DMT gibt es so viel zu sagen und es füllt eigentlich ganze Buchwerke. Deshalb ist es schwer, gerade zur Erfahrung da irgendwie innerhalb von 2-3 Sätzen was Suffizientes zu sagen. Es gibt so viel verschiedene inhaltliche Sujets, die man also erleben kann, wenn man DMT genommen hat. Man kann DMT City kommen, ist also eine DMT-typische Stadt, von der viele User berichten, sie erlebt zu haben. Man kann in die Welt reisen, die wir nach unserem Tod, nach jedem unserer Tode eben immer wieder bereisen und wo wir immer wieder hinkommen, zu unserem Ursprung zurück. Man hat Nahtodeserfahrung, auch etwas, worüber wir nachher noch sprechen werden, was ja sehr damit im Zusammenhang steht. Man kann aber einfach auch, wenn man eine andere Dosierung will, eine niedrigere, exorbitante psychedelische Erfahrung machen, die also denen von hochdosierten Pilzen ähneln. Das sind kosmische Verschmelzungen, Ich-Auflösungen, all das. Ja, was sehr, sehr häufig unter DMT eben der Fall ist, im Gegensatz zu anderen Psychedelika, ist, dass das Ich-Bewusstsein sehr, sehr häufig komplett erhalten bleibt. Ja, und auch das ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Das Ego an und für sich wird aufgelöst. Du verschmilzt also mit allem. Ja, du bist wieder ein Teil der Alleinheit, so wie du es ja immer bist, aber im Alltagsbewusstsein einfach vergessen hast und es nicht, und da den Bezug nicht herstellen kannst dazu. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man sich doch meistens bewusst ist, dass man ein Mensch ist und dass der Körper da irgendwo liegt und atmet und das Herz schlägt und dass man sich keine Sorgen machen muss und dass man hier auch eine spirituelle Erfahrung macht, die das Leben ganz besonders prägt. Das ist irgendwo alles schon noch so da, aber in dem Augenblick nicht so wichtig und auch gar nicht in dieser Art und Weise greifbar, sondern das wird erst dann wieder
greifbar, wenn man eben zurückkommt, wenn man allmählich wieder ins Alltagsbewusstsein zurückswitcht. Ja, also das kann nur eine recht konfuse und sehr, sehr insuffiziente Beschreibung sein dessen, was man tatsächlich erlebt auf DMT. Die Inhalte können unterschiedlich und sehr, sehr vielfältig sein, immer aber kosmisch, immer aber höchst spirituell, meistens visuell außerordentlich geladen und ja, also es ist, wie gesagt, ihr könnt 100.000 verschiedene DMT-Erlebnisberichte lesen. Wenn man es dann zum ersten Mal nimmt, wird man merken, ach du Schande, also es war zwar interessant, das zu lesen, aber so richtig beschrieben hat es das eigentlich nicht. Ja. Ja, eine weitere Frage war die nach dem Unterschied zwischen der NN-DMT und der 5-Methoxy-DMT-Erfahrung. Ähnlich kompliziert zu beschreiben. Jemand, der Erfahrung hat, jemand, der experienced ist, wird sofort wissen, wo der Unterschied ist. Man muss es ihm nicht erklären, aber jemand, der den Unterschied nicht so kennt. Also die Anwender, die Psychonauten beschreiben verschiedene Unterschiede. Der eine sagt, 5-Methoxy-DMT wäre eher, ging eher in Richtung schwarz-weiß von den Visionen, wohingegen NN-DMT sehr bunt ist. Wieder andere Psychonauten berichten genau das Gegenteil. Dann wird gesagt, die 5-Meo-Visionen seien hauptsächlich eckiger Natur, wohingegen auf DMT da nicht wirklich irgendwo eine geometrische Beschränkung, auf 5-Meo-DMT natürlich auch nicht, aber um mal irgendwie die Unterschiede aufzuzeigen und ein paar Beispiele abzureißen. Ja. Insgesamt kann man sagen, 5-Methoxy-DMT wirkt sehr, sehr ähnlich wie NN-Dimethyltryptamin. Es ist potenter, man braucht weniger. Und die Erfahrungen, die Visionen sind im Allgemeinen ein wenig eher von mentalem Schwerpunkt. Lass es mich mal so beschreiben. Also die 5-Meo kann extrem visuell sein, extrem visionär sein. Man kann extreme visuelle Effekte erleben, genauso wie auf NNDMT. Man kann genauso andere Realitäten bereisen oder aber auch im Raum, in dem man sich auffällt, plötzlich Dimensionen wahrnehmen, Frequenzen, Schwingungsmuster wahrnehmen, die vorher nicht da waren. Es gibt diese wunderbaren Visionen, diese edelsteinbesetzten oder Kristallvisionen und so weiter und so fort. Aber summa summarum würde ich sagen, 5-Meo hat mehr eine mentale Wirkung unterm Strich. Also es geht doch sehr aufs Gemüt. Es gibt sogar 5-Meo-Erfahrungen, die visuell eigentlich eher weniger beachtenswert sind, dafür aber ja geistig extrem tief gehen. Man wird verbunden mit den anderen Aspekten des Hyperraums, man wird verbunden mit der Anderswelt, mit dem Interraum und ja, hier ist es im Grunde genommen für mich noch schwieriger zu beschreiben, wo eigentlich die Differenz in den Erfahrungen liegt. Leichter ist es für mich zu beschreiben am Beispiel von Changa. Es gibt ja verschiedene Changa-Blends und wenn man einen Changa-Blend hat mit reinem NNDMT, dann ist die Wirkung so, wie sie überall zu lesen ist, wie ich es auch in der vorigen Folge schon beschrieben habe. Ayahuasca ähnlich, nicht gleich, aber auch eben NNDMT ähnlich. Kommt zu unterschiedlichsten Visionen, zu unterschiedlichsten Erfahrungen in unterschiedlichsten Welten und auf unterschiedlichsten Ebenen und Frequenzen. Hat man einen Changa zum Beispiel mit Phalaris-Grundlage, einem Phalaris-Extrakt, in dem auch 5-Methoxy-DMT drin vorkommt, kann man unterm Strich festhalten, die Visionen sind irgendwie eckiger. Mir hat mal ein Freund erzählt, wenn man also einen Changa raucht mit NN und 5-Meo-DMT, dann verändert sich die Umwelt schlagartig in eine Art Lego-Kulisse oder Playmobil-Kulisse oder sowas. Ja, also es sieht plötzlich alles unecht aus, so wie vorher, vielleicht auch wieder auch auf die Dosierung natürlich ankommt, aber irgendwie, ja, eckig, bunt, Plastiken irgendwie. Also ja, ist vielleicht auch eine insuffiziente Beschreibung, aber hier kann man, wenn man also einen Changa hat, zum Beispiel das eine ist mit Mimosa hostilis Extrakt, das andere mit Phalaris Extrakt, kann man doch einen deutlichen Unterschied feststellen. Ebenso ist es mit Krötenschleim. Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Dazu, wenn man in der nächsten Folge dann was sagen will, das ist wieder sehr speziell. Ja. Jo, liebe Zuschauer, da haben wir das also mal abgehakt. Die Erfahrungen, die werden uns sicherlich noch häufiger beschäftigen. Da bin ich selbst nicht so ganz zufrieden. Immer wieder, wenn ich versuche, Erfahrungen mit DMT aufzuschreiben oder so auch vor der Kamera weiterzugeben, weil es ist einfach mit Worten unfassbar schwer zu beschreiben, weil es doch sich alles auf einer Ebene abspielt, die bar
der Worte ist. Ja, alles, was du mit zurückholst von einem DMT-Trip, ist also nur praktisch ein schaler Abdruck dessen, was im Grunde genommen gerade dein Geist, dich als spirituelles, als geistiges Wesen erfasst und ummantelt hat. Ja, so kann ich es vielleicht am besten beschreiben. Also es bleiben ja nur Fragmente dessen, irgendwie beschreibbare Fragmente. Man redet dann von Bildern, die man gesehen hat, zum Beispiel, dass man an den Quell allen Lebens kommt, wo man feststellt, hey Leute, der gesamte Geist, das ganze Universum besteht nur aus Geist und dieser gesamte Geist wiederum ist ein einziges mathematisches Konstrukt, also kann man sozusagen festhalten, dass die gesamte Welt, und zwar die Welt der schamanischen Welt, die sich zusammensetzt aus mittlerer, oberer, unterer Welt und den einzelnen Dimensionen, Sphären und Schwingungsfrequenzen, alles rein mathematisches Konstrukt ist, eine Erfahrung, die man übrigens auch auf Ketamin immer wieder und sehr, sehr deutlich machen kann. Ja, das allerdings jetzt so weiterzugeben, ihr merkt es, es ist schwierig, wenn ihr vorher solche Erfahrungen nie hattet, werdet ihr jetzt vielleicht nur noch verwirrter sein, wohingegen Menschen, die Erfahrungen hatten, möglicherweise sagen, okay, genau, ich verstehe, was der jetzt meint. Als letzte Frage, noch einen außerordentlich umfangreichen Komplex, den ich ein bisschen abreißen und runterbrechen will. Da geht es nämlich um Nahtoderfahrungen und Träumen. Immer wieder ist ja davon zu lesen, dass Nahtoderfahrungen und auch unsere Träume, unsere Ausflüge ins Traumland nachts DMT-Erfahrungen sind oder das körpereigenes DMT damit zu tun hat. Und wahrscheinlich ist dem auch so. Also letztendlicher Aufschluss fehlt uns noch. Letztendliche Untersuchungen wurden da nicht gemacht, leider. Aus betäubungsmittelrechtlichen Gründen wahrscheinlich auch. Fakt ist, unser Gehirn, unsere Zirbeldrüse synthetisiert NMDMT und auch 5-Methoxy-DMT. Das spielt alles eine Rolle in der Biosynthese des Melatonins, was ja ebenfalls auch, ist ja eng verwandt, Serotonin, Melatonin, DMT, 5-Meo-DMT sind ja alle eng verwandt, das sind alles Tryptamine und vermutlich ist das DMT, spielt eine Schlüsselrolle beim Übergang. Ich nehme an, das DMT ist Vermittler zwischen unserem Körper, Schallstelle Gehirn und der Hyperwelt, der geistigen Dimension, der eigentlichen Dimension des Lebens. Und wenn unser Körper eben stirbt und aufhört, die Vitalfunktionen auszuüben, dann erleichtert uns dieses Molekül DMT aus der Zirbeldrüse, erleichtert uns den Übergang in die Hyperwelt, wo wir herkommen. Und 5-Meo-DMT, da verhält es sich genauso. Also wir produzieren ja ein Endowaska, ein endogenes Ayahuasca. Unsere Zirbeldrüse synthetisiert ja nicht nur NN und 5-Meo-DMT, sondern auch ein Beta-Carbolin namens Pinolin. Ja? Und diese zusammen ergeben natürlich ein mächtiges körpereigenes Ayahuasca-Analog, Endowaska. Kann man das nennen. Gibt es auch diverse Arbeiten drüber. Ich selbst habe auch schon ein paar Artikel drüber veröffentlicht. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr Bock habt. Und das Pinolin als Beta-Carbolin-Derivat wird also von der Zirbeldrüse synthetisiert, findet sich beim Menschen in der Gehirnflüssigkeit und im Blut und in Zusammenarbeit mit den DMT-Derivaten wird also hier ein Ayahuasca-Analog vom Körper selber produziert, das möglicherweise fürs Träumen verantwortlich ist. Also Calloway zum Beispiel, ein Wissenschaftler, der sich damit auch lang befasst hat, vermutet, dass 5-Methoxy-DMT und Pinolin für unsere Träume verantwortlich sind. Dass Pinolin auch als Beta-Carbolin eine Schlüsselrolle spielt, wenn es ums luzide Träumen geht, also um das Klarträumen, also um das bewusste Erleben eines Traums. Aber wie gesagt, das sind bislang alles noch Mutmaßungen. Sascha Schulgin hat in Tikal die Vermutung angestellt, dass möglicherweise Pinolin und Melatonin fürs Träumen verantwortlich sind, dass das also praktisch die pharmakologische Kombo ist. 5-Meo dürfte, könnte, müsste, sollte da auch eine Rolle spielen, vielleicht sogar NN-DMT selber. Aber das ist ein Gebiet, auf dem noch sehr, sehr, sehr viel geforscht werden müsste. Ja, wir können unterm Strich festhalten, Nahtoderfahrungen und auch die Aktivität des Träumens haben sicherlich mit psychoaktiven endogenen Tryptaminen zu tun. Ob Melatonin selber ist ja nicht psychoaktiv, Melatonin erhöht die Schlafbereitschaft und setzt die sexuelle Erregbarkeit herab, ja.
Aber Serotonin haben wir, ist bekannt, DMT, 5-Meo-DMT, Pinolin und viele andere körpereigene Psychoaktiva, die wir noch produzieren. Ja, die Zirbeldrüse spielt sowieso eine Schlüsselrolle bei uns, unser drittes Auge. Ja, da werden wir in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, denn das ist, dafür wäre es jetzt zu viel. Das ist ein Thema, was also wahrscheinlich schon einen eigenen Beitragskomplex erfordern wird. Liebe Zuschauer, ihr wolltet nochmal was wissen, insbesondere das Thema DEA Merchandise, DEA Bongs hat euch sehr interessiert. Pfeifen mit DEA Logo. Ja, guckt doch mal auf www.blackleaf.de. Das ist ja die offizielle Homebase für DEA Merchandising. Und da gibt es zum Beispiel dann auch sowas hier. Ja, ein DEA Bong Koffer. Wow, ein richtig heftiges Teil. Könnte fast denken, da ist eine Geige drin, hätte ich fast gesagt. Ja, und wenn man den also aufmacht, dann kommt da etwas ganz Tolles bei heraus, nämlich ein DEA-Bong-Set mit einer großen Pfeife, die es in verschiedenen Ausführungen auch gibt. Gibt es auch nochmal mit Bauch und gibt überhaupt diverse DEA-Bongs. Dann seht ihr da noch ein super geiler DEA-Grinder mit dabei. Ein schön schwerer aus Metall, richtig tolle Ausführung. Den gibt es übrigens bei blackleaf.de in verschiedenen Ausführungen. Auch nochmal mit Scuff-Fach und so weiter. Und wenn ihr bei Black Leaf auf der Internetseite mal guckt und gebt dort auch DEA in die Suchmaske ein, dann findet ihr eine große Auswahl an Produkten, Merchandising eurer Drug Education Agency, Bongs von groß bis klein für den großen und den kleinen Geldbeutel auch. Gibt es auch kleine Modelle, aber auch die riesigen wie die hier. Ja, kann man ja mal gerade rausholen. Ja, hatte ich auch schon mal gezeigt in der Sendung. Ja, gibt es diverse Modelle. Dann auch oben mit schwarzem Mundstück oder oben mit rotem Mundstück und so weiter. Also könnt ihr mal gucken, überall das prägnante und geile DEA-Logo drauf. Ja, für alle, die auf dieses Sendeformat stehen und dem auch im Alltag Ausdruck verleihen wollen. Ja, freue ich mich sehr drüber. Auch hier, diese Hoodies gibt's da, alle T-Shirts, Kappen, was ihr wollt, Pullover, alles mit DEA-Design. Ja, für den echten Drug Education Agency Fan. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für heute, fürs Gucken der Folge. Wir sehen uns wieder in etwa 2 Wochen zur DEA-Ausgabe 67, dann wieder mit DMT-Fragen und dann auch mit einem anderen Thema. Mal gucken, was es ist. Auch da wird mir einiges einfallen. Danke fürs Zuschauen, bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.